Checkup, das Gesundheitsmagazin, wird Ihnen präsentiert von Hirslanden und Reha-Klinik. Grüezi miteinander bei Checkup, das Gesundheitsmagazin. Jahrelang hat der Montag Widem gar nicht recht gewusst, was er hat. Mitten im Tag ist er manchmal einfach so eingeschlafen. Das hat Auswirkungen gehabt auf sein Berufsleben, aber auch auf seine Beziehung. In der Zeit hat man herausgefunden, er hat eine seltene Krankheit, Narkolepsie. Im Volksmund nennt man es auch einfach Schlafkrankheit. Der Montag Widem geht mit seinem Hund Django gerne laufen. Doch ab einem gewissen Punkt hat der 50-jährige Amix nichts mehr vom Spaziergang mitbekommen. Ja, ich bin mit dem Hund gelaufen, normal. Und etwa nach einer halben Stunde Laufen muss ich eingeschlafen sein. Weil etwa eine halbe Stunde später bin ich daheim von der Haustür wieder aufgewacht. Und mit dem Hund in der Hand. Und er muss mich heimgebracht haben, weil ich weiss nicht mehr, wie ich vom Wald wieder zurückgekommen bin. Das ist das automatische Handeln. Das ist, wenn man zum Beispiel die letzte Tätigkeit, die man gemacht hat, macht man weiter. Also im Halbschlaf. Zum Beispiel, wenn ich Hecken schneide, dann schneide ich im Schlaf die Hecken weiter. Und so habe ich zum Beispiel zweimal ins Kabel hineingehauen. Und dann muss ich sagen, das ist zu gefährlich, also das mache ich nicht mehr. Oder? Wegen seiner Dauermüdigkeit gerät das Leben des Rückversicherungsexperten aus den Fugen. Er verliert seinen Job und es scheitert auch seine Ehe daran. Er geht von Arzt zu Arzt, niemand kann ihm sagen, was er hat. Mal vermutet man Alzheimer, dann Multiple Sklerose und ein anderes Mal heisst es, er habe einfach eine Erschöpfungsdepression. Erst im Unispital Zürich findet man endlich heraus, er hat Narkolepsie. Man hat damals seinen Schlafzwang filmen. Es ist wie ein ständiges Wegdämmern. Auf Stimmen, die ihn hier ansprechen, kann er nicht mehr reagieren. Heute beschäftigt sich der Schlafexperte Christian Neumann mit der Narkolepsie von Montag Widem. Also Narkolepsie wird in der Einteilung von Schlafstörungen in eine Erkrankung des Schlaf-Wach-Regulation eingeteilt, weil sowohl der Schlaf als auch der Wachzustand instabil ist. Das heißt, das eine Problem ist, dass die Patienten nachts nicht schlafen können, nicht erholsam schlafen können, auf der anderen Seite tagsüber nicht wach bleiben können. Der Grund für Narkolepsie vermutet man im Hirn. Es fehlt das Hormon Hypokretin, oder Schlaf-Wach-Rhythmus reguliert. Etwas, das man mit einem Rückenmark-Test herausfinden kann. Ein weiteres Symptom bei Emotionen wie Lachen haben Narkoleptiker sogenannte Kataplexie. Sie klappen regelrecht zusammen. Narkolepsie ist nicht heilbar, aber um normal leben können, gibt es verschiedene Medikamente. Die Tagesschläfigkeit gibt es zwei Stoffe, die zugelassen sind, das Modasumil und das Ritalin, mit den Markennamen genannt, also letztlich Hallo-Wach-Tabletten, die aber sehr gut wirken, die man gut steuern kann. Für die Kataplexien sind am häufigsten eingesetzt trizyklische Antidepressiva, die das ganz gut unterdrücken können. Und für den Nachtschlaf ist am effektivsten das, was man umgangssprachlich unter den K.O.-Tropfen kennt, vom Handelsnamen Xyrem. Das sind auch die zwei Tabletten oder Medikamente, die unser Patient bekommt. Der Montag Widem ist inzwischen wieder bei einer Versicherung Teilzeit angestellt und er arbeitet für die Schweizerische Narkolepsie-Gesellschaft. Er braucht aber einen klar strukturierten Tagesablauf, wo er auch Schlafpausen machen kann. Darum hat er auch an seinem Arbeitsplatz eine Schlafgelegenheit. Und der Monty, wie man ihm sagt, hat auch wieder eine Frau an seiner Seite. Schon am ersten Abend hat er ihr erklären wollen, was er hat. Ja, ich wollte sie einfach warnen, oder? Weil ich habe gemerkt, ich bin am Einschlafen. Also ich habe gemerkt, es kommt irgendetwas. Und ich habe gefunden, ich muss ihr das sagen. Ich dachte, was ist mit dem los? Oder? Der schläft ein beim ersten richtigen Date und so. Und ja, und ich bin dann auch eingeschlafen.
Im ersten Moment habe ich gedacht, Mist, jetzt habe ich schon wieder jemanden, der sich völlig langweilt ab mir und so. Und dann, was habe ich jetzt wieder falsch gemacht, oder? Und dann es ist recht eingefahren, weil da gehst du in die grüne 80 essen und dann plötzlich schläft er auf dem Teller und er ist im Tram schon eingeschlafen. Seine Partnerin hat schließlich gelernt, mit der Narkolepsie von Monty umzugehen. Sein englischer Humor und die Liebe waren stärker als die Krankheit. Mehr Informationen zum heutigen Thema finden Sie auf der Homepage der Schweizerischen Narkolepsie-Gesellschaft www.narkolepsie.ch. Das war es bei Checkup, das Gesundheitsmagazin. Auf Wiedersehen. Checkup, das Gesundheitsmagazin, ist Ihnen präsentiert worden von Hirslanden und Reha-Klinik.